Hi und herzlich willkommen zurück bei Astroneer. Wir sind bei Folge 15, haben hier relativ viel Kram in unserem Truck einsortiert. Und ich guck mal jetzt, dass wir den gut nach Hause bekommen. So, einmal hier rüber. Oh, 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 oh. Okay, alles klar. Da vorne ist unsere Basis. Das ist ja alles nicht weit jetzt. Hier fahren wir mal hin. Wo ist unser Forschungsding? Hier vorne gleich. Okay. Dann bleiben wir mit dem Truck mal hier. Und nehmen die Teile mit. Können wir da reinsetzen. Und hier das Ganze auch gleich mal starten. Oh, das bringt ja richtig viel hier. Genau, zack. 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 Haben wir noch mehr? Nee, ne? Der Rest ist hier oben Kran, Buddelsachen. Okay. Ich hätte eigentlich noch eine Sache, die ich gerne ausprobieren wollen würde. Wenn wir da oben so eine Kammern. Aber dazu brauchen wir ja erst den Bohrer. Gehen wir zurück hier zu den Sachen, die wir hier hatten. Sind ja diese verschiedensten Sachen. Der Bohrkopf braucht Wolfram, das hatten wir schon. Mal kurz gucken. Das braucht Kupfer. So, auf jeden Fall leeren wir mal den Bereich Erde hier aus. So. Achso. So, haben wir die Teile wieder dran. Das zweite ist dahin marschiert, okay. So. Wir brauchen, was haben wir gesagt? Kupfererz. Dann stellen wir uns doch ein bisschen Kupfererz hier rüber her. Und zack, bitte einmal die Ressourcen extrahieren. Für den großen Rover haben wir alles. Den gibt's nicht, okay. Gut, hier hätten wir die Handelsplattform. Da drüben ist unser anderer Kram. Als nächstes müssen wir Richtung Raumschiff gehen. Achso, jetzt habe ich das hier umgekehrt. Das macht gar nicht so viel Sinn. Ah. Okay. Wir haben die Sachen. Wir haben hier aber auch das andere Erz. Okay. Dann bitte hier einmal Aluminium und Kupfer erzeugen. Hier ist auch noch was dran. Ja. Na. Manchmal ist das echt ein bisschen hakelig hier. So, bitte da drauf. Okay. So, hier haben wir die Energie. Wir haben noch den Kram. Dann packe ich den mal hier rauf. Hier drüben diese Energieteile, wo ist denn. Ja, wir hatten doch schon diesen. Ah ja, genau, hier. Den hier. Der ist natürlich schon voll jetzt. Packe ich den Kram mal da rein. So, Treibstoff haben wir damit genug. Und unser. Der ist jetzt wieder leer, ja. Den werden wir hier einmal mit Verbindern versorgen. Hier haben wir noch ein bisschen Harz. Hier drüben läuft es jetzt zusammen. Okay. Dann gucke ich doch mal in die Forschung rein. Wir haben hier noch Geländeanalysator 3000. Das klingt auch mega. Ich habe keine Ahnung, vielleicht ist es so wie der Hammer, dass es uns jetzt nicht mega, dass es uns auch nicht mega umhaut. Aber ich will es auf jeden Fall mal ausprobieren. Dann will ich irgendwo hier noch ein Loch buddeln. Beziehungsweise, wir müssen mal gucken, hier drüben geht es ja auch runter, ne? Ja, genau. Wenn wir hier weiterbauen, indem wir. Ich will einfach ein bisschen Erde abbauen. Die wir dann für. Die wir dann dort reinpacken können, damit wir wieder aus der Erde Sachen extrahieren können. Und einen Schluck trinken. Es ist früh am Morgen hier.
Und ich muss ja erstmal noch ein bisschen wach werden. Also ich mache jetzt schon nicht immer Let's Plays direkt nach dem Aufstehen, weil dann kriege ich gar nichts auf die Reihe. Aber auch so eine Stunde nach dem Aufstehen ist man doch anders fit, als wenn man die Sachen abends macht. Wobei da auch hinzukommt, dass man dann nach der Arbeit oder so, das ist dann einfach ein bisschen, manchmal auch, da ist man auch nicht mehr so aufnahmefähig. Eigentlich müsste man die tagsüber machen, ne? Aber eigentlich geht man dann auch nicht arbeiten, steht in Ruhe auf, frühstückt und macht nur Let's Plays. Und da gibt es natürlich die Großen, die das machen, die davon leben, die nichts anderes machen. Aber dann ist es halt auch mehr Arbeit, ne? Dann ist es auch nicht mehr so viel Entspannung. Also insofern ist schon alles gut. Ich habe mir das ja ausgesucht. Mich zwingt ja keiner. Ich habe auch nichts davon. Und von daher. Außer Spaß natürlich, ne? Also das war ja der Hintergrund. So. Oh, jetzt ist schon fast voll hier. So, dann gehen wir jetzt mal wieder hoch. Dum-di-dum-di-dum-di-du. Sind wir wieder hier. Hoppala. Hallo, ich möchte hier irgendwo rauf. Hier geht's rauf. Wo ist unser... Mein Gott, die Geräte irgendwie... Also da ich es jetzt so im Kreis gebaut ist, hat das alles nicht so einen krassen Wiedererkennungswert. Ich muss immer überlegen, wo was genau ist. So. Die Teile nehme ich wieder mit. Kommen hier ran. So, und dann haben wir hier ein bisschen wieder Erde drin. So, jetzt gucke ich mal. Gebäudeanalysator. Läuft alles noch? Okay, wir sollten also vielleicht auf die Suche gehen nach anderen Schätzen. Gut, dann springe ich mal hier in unseren großen Rover. Und wir fahren einfach mal irgendwo. Guck mal, hier ist doch auch noch eine Höhle, oder? Und die von der Seite runter geht. Okay. Dann fahre ich mit dem Rover doch einfach mal hier vor. Zack. Steigen mal aus. Und ich erkunde von hier mal die Höhle. Oh, okay. Das ist ja... Meine Güte, ist das dunkel hier. Mal kommen wir hier an der Seite irgendwie so ein bisschen runter. Ich weiß nicht. Nein. Gott, so dunkel war das doch hier noch nie, oder? Hm? Ah, okay. Ich guck mal hier vorne. Gibt es gleich noch Erze. Da sind wir ja... Sind wir ja richtig gut hier. Wir waren aber ja eigentlich so auf der Suche nach Lithium oder so. Vielleicht gibt es das auf dem Planeten gar nicht. Naja, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Oh. Guckt mal hier. Ist das gleich zu Ende? Hier geht's runter in die nächste Ebene. Mal aufpassen, dass wir nicht das, worauf wir gerade stehen, wegbauen. Okay. Da drüben scheint noch ein bisschen was zu sein. Da versuche ich mal hier noch ein bisschen reinzugucken. Sieht nicht so aus, als wenn da noch was ist. Okay. Dann mache ich jetzt erstmal Folgendes. Ich baue hier... sowas einmal rüber, dass wir hier nicht direkt runterfallen. Dann gucken wir mal kurz in die andere Richtung hier. Wann das? Ist das nur das Teil? Ich schaue mich hier mal um. Was ist das? Achso, das Harz. Hier unter uns scheint irgendwie was zu sein. Hier sehe ich auch nichts. Okay, also kurz mal zurückgelaufen. Zu unserem Rover. Ich guck mal, hier kommen wir doch bestimmt durch, oder? Uns hier so einen kleinen Gang bauen. Ah, perfekt, das funktioniert. So, dann kommen wir hier zu unserem
Rover, wie gesagt. Jetzt mal schauen. Ich würde die Sachen gerne hier irgendwie reinsortieren. Das klappt so semi immer. Aber na gut. Ah, komm schon. Zack. Okay. Das war's. Ich habe nur 3 Stück davon bekommen. Ist ja auch nicht doll. So, jetzt habe ich auch noch das Problem. Gut, ich hüpfe mal erstmal rein. Ich brauche ja noch irgendwie Stoffe, Gemisch meine ich, damit wir wieder Verbinder produzieren können, damit wir weiter in die Tiefen vorstoßen können. Was ist denn da oben eigentlich? Hier sind ja auch wieder Höhlen. Hoppala. Oh, hier sind aber viele Steine. Gut, ich mache mal hier kurz Halt. Und wir nehmen hier so kostenlose Forschungspunkte mit. Da sind doch noch mehr, oder? Ja, alles klar. Wieder rein in den Rover und einmal weitergefahren. Okay. So, ich mach mal hier Halt. Denn hier liegt ja alles Mögliche rum. Dieses Schutzzeug kann ich ja nicht irgendwie sammeln, ne? Ich weiß auch noch nicht genau, wie ich das verarbeite. Über den Kran oder so? Ist auch wieder Schutt zum Ausschlachten, ja? Also ich könnte das theoretisch über diesen Greifarm hier... Ich glaube, jetzt habe ich es. Sehen wir ja gleich. Gibt es hier noch irgendwelche Forschungsteile in den Bäumen? Auch nicht so aus. Hier drinnen liegt auch nichts. Ja, dann gibt es hier anscheinend gar nichts. Wie nennen hier die Teile immer hin? Also hier geht ja zum Beispiel eins rüber. Zu diesen Bäumen. Ich weiß gar nicht warum. Nehmen die mal wieder mit hier. Ich glaube, die brauche ich gerade nicht. Da habe ich natürlich auch schon ein paar Verbinder. Hier geht eine Höhle runter. Haben wir die gar nicht erkundet? War uns das so langweilig hier, oder was? So. Das Komische an dem Spiel ist, dass es irgendwie sehr casual ist. Weil man hat überhaupt nicht so viele krasse Möglichkeiten. Also zum Beispiel, ich denke gerade so, dass ich nicht beschriften kann, wo was genau ist. Also... Es ist alles irgendwie so Drag and Drop. Es ist mega simpel gehalten von dem, wie ich es bediene. Trotzdem ist es aber so komplex, dass einem manchmal Sachen irgendwie fehlen. Versteht ihr, was ich meine? Es ist irgendwie... Teilweise sich... Man muss sich Sachen irgendwie aufschreiben. Oder man muss diese Markierungen setzen, die so blinken. Ich wünsche mir Markierungen, die ich beschriften kann. Ja, ich wünsche mir, dass ich irgendwie... leichter mich durch die Gegend bewegen kann, weil ich ja irgendwie Ressourcen abbauen kann. Dass ich Ressourcen auf der Karte habe, dass ich Ressourcen automatisch abbauen kann. Aber dann wird das Ganze schon wieder so komplex, dass es eigentlich in dieser Optik und mit diesen Spielelementen, die eigentlich gedacht sind, gar nicht funktioniert. So ist es halt mega hübsch, das Game. Und 4 reichen. So richtig, ich weiß nicht. Also versteht ihr ungefähr, was ich meine? Ich glaube ja, ne? So, hier hinten war ja mal... Hier war ja mal was. Das heißt, dass es hier mal war, heißt, wir können den Kram hier mal mitnehmen. So, und dann laufe ich doch hier mal runter. Darf ich natürlich unseren Rover nicht verlieren. Der steht da hinten noch hinter, okay. Ich glaube, das kriege ich hin, wenn ich rauskomme. So, wir gehen mal rein in diese nette Höhle. Also, ob sie nett ist, werden wir noch erfahren. Dann sind wir hier. Hier geht es auch wieder irgendwie komisch nach unten. Mal, ob ich das... Kriege ich das hin? Müsste ich eigentlich. Oh, die Teile mal weg. Oh, guck mal, da unten. Auch wieder interessante Sachen. So. Dann versuche ich jetzt mal hier. Na?
glaube, bin mir noch nicht so sicher, ob das reicht zum Hochkommen. Müsste aber eigentlich. Wenn nicht, können wir es später nochmal ein bisschen ausbauen. So, hier drüben hatten wir... Was ist das? Auch irgendwas Neues, oder? Sieht doch cool aus. Oh, müssen wir ein bisschen aufpassen. Okay. Was ist das? Titan. Oh, wir haben Titan gefunden. Wie cool ist das denn? Ich habe noch keine Ahnung, was ich aus Titan mache. Und ich habe vor allen Dingen... Was ist das hier? Hier gibt es irgendwas, was sich nicht abbauen lässt. Auch interessant. Brauche ich dafür diesen Hammer vielleicht? Könnte sein, oder? Ich gehe mal ein bisschen in die Tiefe. Könnte sein, dass er es dann einfach wegbaut. Also davon abbaut. Schwer zu sagen. So, hier geht's noch weiter runter. Hier ist noch mehr Titan drin. Das sind allerdings immer kleine Mengen. Na gut. Okay. Aber hier drüben gibt's noch mehr. Und da ist... sind so Forschungsproben. Nein, roll mal nicht weg, bitte. Okay. Ich glaube, ich brauche den Hammer, um das hier abzubauen. Okay, passt. Na, hier nehmen wir die Forschung weg. Da hinten ist auch wieder Titan. Interessante Höhle auf jeden Fall. Oh, müssen wir ein bisschen hier zurückgehen. Damit wir das auffüllen. So, hier geht's doch auch wieder lang. Hallo. Mal, da oben sind wieder so eine bösen Sachen. Mal eine Probe mitnehmen. Mal kurz probieren, geht es? Guck mal, wenn der da runterfällt. Fällt er erstmal da runter. Okay, na gut. Ich höre hier irgendwie sowas wie Wasser oder so durch die Gegend rauschen. Okay, wir gehen erstmal wieder zurück und müssen dann auch zum Rover zurück. So, hier fehlte noch ein bisschen was zum Hochlaufen. Okay, gut. Okay, also raus aus diesem, aus dieser schönen Stube, zurück zum Rover und dann da fahren wir dafür den Rover, würde ich sagen, hier hin. Wieso ist das denn eigentlich nicht verbunden? Auch Mist. Das ist sehr, sehr merkwürdig hier. Ich möchte, dass es auch verbunden ist. Okay, so, jetzt ist es wieder halbwegs verbunden. Okay, wo ist jetzt der Rover? Das kann ich jetzt mitnehmen, ne? Kann ich? Das auch, weil es ja von da nach unten geht. Der Rover steht da hinten. Oh, oh, ich habe die Probe vergessen. Wo habe ich denn die Probe hingelegt? Hallo? Jetzt runtergerollt? Mal hier hin. Da ist er. Hat sich da unterm Vorhang, unterm, ja, Vorhang von, also nicht Vorhang, ne, so wie Gardine, sondern unterm Felsvorhang versteckt. Gut, und dann laufen wir mal da drüben zum Rover. Wir müssen links hinter diesem Teil lang, da ist die Höhle. Ich will die natürlich irgendwie noch markieren. Hab natürlich gar nicht zum Markieren hier mitgenommen jetzt, ne? Das ist ja semi. So, hüpf hier mal drauf. Mal kurz, nimmt der das Schrottteil mit? Tut er. Sehr schön. Oh, liegt hier einmal rum. Okay. Gut. Und das ist letztendlich hier die Höhle, ne? Genau. Dann fahre ich mal hier wieder ran. So.
springen wir raus und wir laden erstmal die Sachen ab hier. Haben wir hier ziemlich viel Kram. Kannst ja auch kurz abnehmen, oder? Ja, genau. Einfach kurz abnehmen. So. Getan. Zack, dann ist es wieder dran. Tja, die Teile hier weiß ich noch nicht. Okay. Reicht erstmal. Wir gehen wieder runter. Und ich sammle hier einfach nochmal ein bisschen was ein, bevor wir wieder zurückfahren. Boah, keine Ahnung, was wir mit Titan überhaupt machen. Ich habe bis jetzt das noch nicht mal als Bedarf gesehen. Aber umso interessanter, dass wir es jetzt schon gefunden haben. Oder was heißt schon? Hätte man es auch früher finden können. Und doch auch da hinten. Oh. Ist wieder so ein... dieses Teil. Jetzt tot? Oder vernichtet? Oh, da drüben gibt es auch wieder Sachen. Liegt noch Titan rum. Dann gehe ich mal hier lang. So, Vorsicht. Hier liegt wieder Malachit rum. Ist ja nicht schlecht, sowas können wir ja immer gebrauchen. Aber ich versuche mal hier ein bisschen... Ah. Ich wollte es eigentlich so haben, dass ich es beim nächsten Mal noch wiederfinde. Binde dich. Okay. Das ist hier in der Tat die ergiebigste, aber auch dunkelste Höhle, in der ich jemals war. Da. Das ist noch so ein fieses Teil. Autsch. Hat uns ein bisschen wehgetan. Hier gibt es diese anderen Teile. Nehme ich jetzt auch noch ein bisschen was von mit. Ich würde mal sagen, hier den Kram können wir ja mal aussortieren. Den brauche ich ja eigentlich gar nicht. Wir haben ja Energie hier unten. Oh, einmal rundherum buddeln. Nach unten. Okay. Hallo. Leuchtfeuer braucht auch Gemisch, ja? Na super. Oh, hier hinten. Haben wir auch wieder Sachen. Und oben tobt derzeit eh ein Sturm. So, na dann. Wenn oben eh ein Sturm tobt, kann ich auch hier nochmal ein bisschen was machen. Ich guck nochmal hier rein. Wir haben hier wieder zu viel von dem. Da hinten ist ein Forschungsobjekt. Oh, jetzt sollten wir aber voll sein, oder? Ne, einer ist noch frei. So, jetzt ist voll. Dann nehme ich mal diese Forschungsprobe mit. Und jetzt müssen wir rauslaufen. Und wir müssen vor allen Dingen dann langsam zurück nach Hause. Was schade ist, hier ist nämlich super toll, diese Höhle. Aber geht ja gerade nicht anders. Und ich brauche vor allen Dingen... Oh, guck mal, da oben sind Stoffe. Perfekt, das ist unsere Rettung. So, jetzt habe ich hier ein Gemisch. Das kann ich darauf packen. Kann ich irgendwas gerade wegsortieren? Nicht wirklich, ne? Okay, ich nehme jetzt mal hier einfach so ein Teil, pack das mal dahin. Und lass jetzt so ein Leuchtfeuer bauen.
Okay. Dann nehme ich mir hier noch einmal Stoffe mit. Ich kann die nämlich da unten drin lagern. Mal nur gucken, dass ich hier die Stoffe auch kriege. Von der Optik hier immer ganz schön schwer. Manchmal würde ich mir so eine Art First Person noch wünschen. So, jetzt habe ich noch ein Gemisch. Pack das da unten drauf. Guckt mal, ich könnte hier sogar einen Hammer bauen, wenn ich Kupfer hätte. Habe ich aber nicht. So, jetzt ist es irgendwo hier unten reingefallen. Da. Pack's mal dahin. Wir wollen einen Verbinder. So, können wir die nämlich da reinpacken. Super. Hoppala. Geht's hier jetzt zurück. Na, bleib mal bitte da. So, ich pack den mal hier hin. Pack hier unser Leuchtfeuer ran. Und dann können wir nämlich von hier unten noch... Wo ist es? Das eine Kupferteil mitnehmen. Wo ist es denn? Da. So, okay. Könntest du mal aufhören hier... So, das soll hier bleiben, das Leuchtfeuer. Der Rest kann da ran. So. Genau, Leuchtfeuer. Auf was stellen wir dich denn jetzt? Orange. Ich weiß gar nicht, wie die anderen Leuchtfeuer sind. Da haben wir ein rotes, das ein rot blinkendes. Ja, wir können es auch aus der Ferne nicht umstellen, ne? Natürlich nicht. Vielleicht machen wir dann mal ein grünes wirklich aus dir. Aus. Okay, wir machen grün für Titan. Finde ich irgendwie noch am logischsten. Dann rein in unseren Rover. Und wir müssen hier irgendwie in die Richtung. Und nach rechts. Okay. Sind aber auch viele Steine im Weg. Und wir verlieren sehr schnell Energie. Haben oben aber ja noch eine kleine Batterie drin. Jetzt gibt es ein bisschen Strom. So. Was ist mit der Batterie hier oben? Wieso zapft dann die nicht an? Hoppala. Gut, wir haben es gerade so geschafft. Aber ich weiß nicht, warum er die Batterie nicht anzapft. Ah, okay. Weil hier wahrscheinlich Kranteile irgendwie dran sind. Ah, das macht Sinn. Okay. Gut, nichtsdestotrotz, wir müssen Richtung Basis. Wir müssen hier bei den Forschungsteilen die Sachen mal... abladen und die nächste Forschung in die Planung geben. So, wir haben hier vor allen Dingen fehlt uns hier Kupfer. Das ist das Kupfererz, ne? Genau. So. Hoppala, hier sind die Sachen schon runtergefallen, ja? Warum denn eigentlich? Ist da noch Platz da oben? So, dann packe ich hier mal noch Sachen hin. So. Ja. Das weiß ich gerade noch nicht. Können wir das irgendwo mal... Packen wir es erstmal wieder hier rein. Okay. Und zwar einmal leer. Da drüben geht noch eins Kupfer hin. Okay, aber eigentlich ist das hier schon relativ voll. Ich würde gerne... das Teil mal da vorne hinsetzen. Und dann hätte ich hier gerne eigentlich noch ein Lager. Habe ich noch irgendwo ein Lager? Naja, ich kann eins bauen lassen, ne? Das war hier das Falsche. Genau. Hier kann ich es bauen lassen. Mittelgroßes Lager. Brauche ich noch ein Gemisch für.
Mösch habe ich jetzt auch nicht hundertfach hier mehr rumliegen, ne? Ne? Okay, da müssen wir auch mal schauen, dass wir davon was nachlegen. Noch irgendwo ein ungenutztes Lager. Ja, hier ist noch ein größeres. Packe ich denn das dahin? Weiß dafür das hier ein bisschen weg. Gebäude, Geländeanalysator. So, Geländeanalysator ist unterwegs. Pack hier oben wieder die Erde rein. Okay, super. Hab ich. Hinten an unserem Rover hängt doch noch dieses Teil dran. Jetzt machen wir das mal ab hier. Halt, halt, halt. Oh, oh, das war nicht gut. Ganz ruhig. So. Meine Güte, das wurstelt hier aber durch die Gegend. So, wir haben jetzt hier den Schutt. Den können wir da vorne in unseren Schredder packen. So, damit läuft der Schredder. Dann schnappe ich mir mal von hier hinten die Sachen. So, haben wir alles. Sieht gut aus. Nehmen das gleich mit zur Forschungsstation. Gott, ist das laut. Genau, und dann verteile ich das hier noch schnell. Dabei müsst ihr mir nicht zugucken. Wir sehen uns einfach in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut.